Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown, heute im Underused Tier mit einem Team vom lieben Bareo eingesendet, rund um Subseed, Zephyrreal, Azumarill, einem Scorgro, Megavoltenso, einem Klaviyon und Entei. Denn ich hatte gerade Lust auf Yuyu, weil da gibt es eine ganz große Veränderung tatsächlich aktuell, denn wir haben keinen Hutsasser mehr im Tier. Und deswegen habe ich das Team hier gesehen und dachte mir, okay, du musst jetzt Zephyrreal ausprobieren, denn jetzt kann so ein Zephyrreal nochmal ein bisschen mehr machen, also ohnehin schon. Und deswegen, ja, mal schauen, wie es so klappt gegen ein, ja, lustiges Team. Ich weiß nicht, was ich zum Team des Gegners sagen soll. Wir sehen auf jeden Fall einige gefährliche Pokémon, aber mal schauen. So, was ist denn unser, was ist hier unser Lead? Entei ist ganz nice gegen das Team. Ja, doch, das gefällt mir. Ich möchte aber nicht mit Entei leaden. Ich denke mal, er könnte mit Trigefalo leaden. Wobei, wenn er mit Trigefalo leadet, kann ich immer noch in Klaviyon gehen. Wir könnten mit Scorgro oder mit Entei leaden an und für sich. Weil ich rechne irgendwie mit so einem Metagross-Lead. Ja, ich glaube schon. Ich gehe tatsächlich mit Entei an den Start. Er leadet mit Gliscor. Das ist suboptimal, würde ich jetzt einfach mal fast sagen. Dann gehen wir auf unser eigenes Gliscor. Er könnte natürlich jetzt hier Knockoff drücken, aber das glaube ich ja nicht. Er geht aufs Erdbeben. Das ist nice, das nehmen wir gerne. Und wir können jetzt hier eigentlich auf die Tarnsteine gehen. Er wird natürlich jetzt hier auch seine Tarnsteine setzen. Schöner Trade, würde ich mal sagen. Aber ich gehe einfach mal auf Akrobatik und schau mal, was passiert. Er geht in sein Azumarill rein. Ja, da auf ein bisschen Chip zu bekommen, ist ganz nice. Ja, wir sehen da auf jeden Fall einen nicen Chip. Das könnte halt Belly Drum Asu sein. Das ist halt das einzige Problem. Ich gehe trotzdem mal in Zephyrreal. Wenn er Belly Drum Asu ist, sollte ich einen Hit überleben. Aber er ist auch nicht gebandet. Ich weiß selber nicht genau, was er ist. Ich gehe einfach mal jetzt hier auf... Ich würde fast auf Sub gehen, um ehrlich zu sein, weil er in Metagross wahrscheinlich gehen wird. Deswegen gehe ich auch auf Sub. Er geht in Trifalo. Ja, das ist auch okay. Das nehmen wir. Das ist wahrscheinlich Gewahlscheid. Wir gehen hier auf die Egelsamen, heilen uns hier ein bisschen hoch und so weiter, solange das nicht daneben geht. Er geht auf Flammenwurf und ist auf jeden Fall Gewahlscheid. Das sehen wir am Schaden. Und leider gehen die Leech Seeds daneben, weil die Recovery hätte ich echt gern gesehen. Weil dann wäre es nicht so schlimm gewesen, dass wir auf Sub gegangen sind. Aber so können wir immerhin schon mal scouten, was für ein Set das ist. Denn wir wissen jetzt, das ist ein Flammenwurf-Set. Und, also hat Flammenwurf im Set und er ist eben Gewahlscheid da drauf. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich in Azumarill gehen. Ja, ich denke mal, Azumarill ist hier okay. Und dann können wir jetzt hier einfach mal, ja, wir könnten eigentlich einen Knuddler raushauen. Knuddler, Knock, eigentlich ist Abschlag der beste Play, ne? Eigentlich ist Abschlag der beste Play, weil er könnte hier in sein Metagross gehen. Er geht aber tatsächlich in Voltenso rein und lässt das einfach anschippen, okay? Interessant. Dann gehen wir auf Wasserdüse und das sollte ja auch bei minus 1 ausreichen. Ich werde nebenbei gleich mal das Design aktualisieren. Aber die Sache ist wirklich, wieso will er sein Voltenso anschippen? Ich meine, braucht er das nicht gegen mein Team? Denkt er sich, nee, wer braucht schon Voltenso? Voltenso ist ein schlechtes Pokémon. Sehr, sehr schlecht. Okay, geht in Toad jetzt. Okay, interessante Sache. Sehr interessant. Wir haben nebenbei auch einen Crit bekommen. Ich weiß, es war natürlich ein bisschen lucky an der Stelle. Aber so ist halt Pokémon, ne? So, wir haben halt Zephyrreal stark angeschwächt, was nervig ist. Aber wir haben noch Gliscor, deswegen passt das. Wir haben auch Gliscor mit Akrobatik vor allem, was nice ist. Er geht auf Bullet Seed. Ja, das ist okay. Wobei das echt viel Schaden macht. Moment, wieso macht das so viel Schaden? Ist halt ein Leben-Offset, okay. Ja, ich gehe jetzt hier auf Ruhrort trotzdem. Ich glaube nicht, dass er auf den Schwertanz hier geht. Deswegen gehen wir auf Ruhrort. Aber ich glaube, wenn das wirklich ein Check für Breloom sein sollte, sollte man auch so viel spielen, um schneller als Breloom zu sein. Weil, das hat nämlich derjenige gesagt, das ist eben auch ein kleiner Check für Breloom, eben für die, oder mit der Akrobatik. Aber es bringt halt nichts, wenn das Ding SD drückt, denn dann ist Gliscor sowieso langsamer und so ein Bullet Seed mit Life Orb tut halt weh. So, ich rechne jetzt hier, um ehrlich zu sein, mit einem Eishieb, wenn das hier schon so reinwechselt. Deswegen möchte ich eigentlich gerne rauswechseln. Ich könnte Zerb eigentlich opfern. Ja, ich glaube schon. Bloom ist zwar dann immer noch nervig, aber es sollte mir revengen können, Hilfe. Er geht auf Meteor Mash tatsächlich. Okay, hat keinen Eispunch. Das finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant. Ja, ich würde sagen, wir Leech ziehen hier einfach. Es ist total egal, was wir hier machen. Er geht sowieso auf Bullet Punch, damit ist das weg. Ja, ich würde einfach mal jetzt sagen, dass wir hier in Entei gehen können und Sacred Fire drücken, aber er ist halt immer noch mit seinem Gliscor ganz gut dabei. Das stört mich ein bisschen. Na, ich hätte einfach mit Gliscor drinbleiben können und EQ drücken können. Hätte ich das gewusst, ne? Aber das weiß man natürlich im Vorfeld nicht. Das heißt, ich würde fast in Voltenso gehen und einfach Voltwechsel drücken, damit ich den Chip raufbekomme. Aber dann lassen wir Voltenso anchippen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, wegen diesem Azumarill in der Hinterhand. Denn das Ding sieht mir noch sehr gefährlich aus. Also gehe ich tatsächlich wirklich in Entei. Auch wenn mir das gar nicht gefällt. Und ich denke mal, ein Sacred Fire wird zwar halt immer noch guten Schaden machen, aber
Es setzt vielleicht kein Turret-KO gegen Disco, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für ein Set das ist. Wenn da irgendwie ein offensives Set mit Skorgo ist, dann können wir das Turret-KO. Aber nein, da geht sowieso ein Azumarill. Aber das hier stark anzuchippen und vielleicht jetzt hier sogar zu verbrennen, wäre nice, leider nicht. Denn wir brauchen auf jeden Fall dieses Ding hier weg. Das ist sehr, sehr nervig fürs Team. Also vor allem für dieses Voltenso. Aber es scheint mir auch nicht gewahlbar zu sein. Also ich weiß es nicht genau, ob es so schlimm war oder so wichtig war, es wegzubekommen. Okay, geht jetzt hier wieder ein Toad? Ja gut. Eigentlich war es sogar ein Missplay auf Wasserdüse zu gehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ja, war es wahrscheinlich ein Missplay. Ist aber, denke ich mal, immer noch okay. Wir können mit Entei immer noch revengen. Wir könnten wieder in Gliscor reingehen. Gliscor brauchen wir aber in der Theorie. Ja, in der Theorie brauchen wir es wirklich nur für Toad, weil er hat wahrscheinlich sowieso HP als auf Voltenso, also ist das egal. Deswegen gehen wir hier in Gliscor rein. Da kommt wieder ein Bullet Seed. Vielleicht bekommt er diesmal nur zweimal. Er bekommt glücklicherweise auch nur zweimal. Und ich werde jetzt einfach mal auf... Ja, werde ich auf Ruhrort gehen? Nein, ich gehe auf das Erdbeben. Ich gehe aufs Erdbeben. Ich denke nicht, dass er hier Trigefalo einfach reinwechselt. Vielleicht opfert er... Wobei, er opfert wahrscheinlich seinen Azumarill. Das wäre, glaube ich, der beste Play. Nein, er geht tatsächlich auf Bullet Seed. Solange er keine 5 Hits bekommt, passt das. Denn dann kann ich mich Ruhrorten. Und jetzt werde ich einfach mal auf das Erdbeben gehen. Weil ich weiß... Ja, wobei... Nee, wir gehen einfach weiter auf Ruhrort. Wir haben ja keinen Grund, das nicht zu tun. Er gibt zwar einen Trifalo, aber das ist okay. Blumen stirbt nach Tarnstein, den immer noch nicht ganz wegen der Resistenz. Ja, vielleicht wäre Akrobatik auch ein Play gewesen. Schwierig. So, da kommt dieses Ding rein. Wir haben noch Azumarill mit der Offensivfeste, was nice ist. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch einfach nach Azumarill. Da muss, denke ich mal, jetzt hier der Draco kommen. Da kommt ein Flammenwurf. Das ist aber auch okay. Das ist total okay. So, er wird jetzt hier irgendwas abwerfen. In dem Fall wahrscheinlich Azumarill oder Blumen. Ich werde einfach mal mich auf Aquajet sogar locken. Nee, ich gehe einfach auf Liquidation. Hey, den Metagross sogar. Okay, interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Da auf Chip zu bekommen ist auch nice. Wieso wirft er seine Pokémon nicht ab? Was? Der hat halt Blumen und Azumarill, die nicht wirklich viel in dem Match machen. Vor allem Azumarill, weil die Tarnscheide liegen. Das finde ich interessant. Ich gehe jetzt einfach auf Abschlag. Er geht auf Bullet Punch. Das ist nice. Denn jetzt haben wir auch dieses Metagross weg. War auch noch ein gefährliches Pokémon. Und das ist jetzt einfach weg. Das ist sehr, sehr gut. Also aktuell sieht es ganz nice aus. Er geht jetzt hier in Toad rein, wird wahrscheinlich Tempo Heap drücken. Ich habe keinen Grund hier rauszuwechseln, deswegen gehe ich einfach auf Aquajet und damit ist Toad auch weg. So, jetzt hat er noch sein Voltenso, was so ziemlich an den Tarnstein bald stirbt. Entei macht jetzt hier richtig viel Arbeit. Das auf jeden Fall. Ich könnte eigentlich einfach jetzt hier in Klefki gehen. Ja, Klefki, wobei er hat halt immer noch die Skorgo. Ich glaube, Voltenso ist hier das Schlauste. Oder Moment, eigentlich ist Gliscor das Schlauste, weil es so ziemlich Midground gegen alles ist. Außer gegen Manectric HP Ice, aber dann verliert er schon mal seine Elektroimmunität, was ganz nice ist, wenn er sich megert. Ha, schwierig. Ich glaube, ich gehe tatsächlich in Gliscor rein. Er geht in sein eigenes Gliscor, das ist okay. Das nehmen wir. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal Akrobatik drücken. Wir machen uns halt beide nicht wirklich viel, das ist natürlich die Sache. Aber... Wir können es einfach machen. Aber er geht tatsächlich auf Auflockern. Okay. Ja, wir können trotzdem weiterhin auf die Tarnsteine gehen. So ist es nicht. Er wird jetzt hier vielleicht in sein Azumarill gehen. Aber ich gehe trotzdem auf die Tarnsteine. Er geht selber auf die Tarnsteine. Ja, das bringt ihm halt wirklich gar nichts. Ich kann einfach weiter in Akrobatik spammen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier von diesem Matchup halten soll. So, ne? Das ist halt irgendwie nicht nötig gerade. Ich kann eigentlich auch einfach mal auf Manectric gehen. Aber nein, ich gehe einfach weiterhin auf die Rocks. Ich habe halt keinen Grund, das nicht zu tun. So, wir können uns jetzt gleich mal was überlegen. Ich werde weiterhin auf die Akrobatik gehen natürlich. Er geht auf Auflockern. So, jetzt hat er immer wieder das gleiche Schema ausgepackt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in Voltenso rein und drücken dann HP Ice. Ja, komm. Das wird passen. Er geht auf die Tarnsteine. Will halt einfach wirklich die AP stallen, aber nee. Nicht mit mir. HP Ice, go. Und er könnte das überleben. Definitiv. Aber er wird mich dann noch nicht mit EQ killen. Deswegen passt das. Und wenn der Skorgo opfert, gewinne ich so ziemlich. Er geht jetzt hier in Azumarill, opfert das. Das ist auch okay. Und jetzt hat er noch sein Voltenso, sein Trigefalo und sein Skorgo. Voltenso macht noch viel Arbeit, aber er hat noch sein eigenes Voltenso. So, ich könnte jetzt hier einen Speed-Teil ein. Ihr wisst ja was, ich gehe den Speed-Teil ein. Ja, doch, doch, doch. Das gehe ich jetzt hier ein. Und selbst wenn nicht, er besiegt mich halt nicht. Das ist die Sache. Das heißt, wir gehen hier auf Flammenwurf. Wir sind schneller, gewinnen den Speed-Teil und damit sollten wir auch so ziemlich dieses Match hier gewonnen haben. Denn wir haben noch unser Klavion für dieses Trigefalo und natürlich hat er noch Skorgo dafür, also für das Klavion. Aber damit sollten wir auch klarkommen, deswegen gehen wir jetzt hier in Klefki rein. Und er wird jetzt hier ja, auf Earth Power tatsächlich sogar gehen, das ist aber auch okay. Damit habe ich kein so großes Problem, denn ich werde jetzt hier einfach mal, ja was werde ich dagegen einsetzen? Ich habe halt keinen Fairy-Move, der mir sowieso nicht so viel bringt. Spikes bringen mir halt auch nichts gegen die beiden fliegenden Pokémon. Ja, ich kann halt nichts einsetzen. Ich
Geh auf Toxic, ja, bringt mir nichts. Wobei ich hätte Defog einsetzen können, der war meint. Wieso bin ich nicht auf Defog gegangen? Das wäre so ziemlich das Einzige gewesen, was ich hätte machen können. Hätte ich auch machen sollen eigentlich. Na egal, ich gehe jetzt hier in Gliscor rein, double dann raus, weil er dann in sein eigenes Gliscor gehen wird und dann sollte ich das gewinnen. Aber Defog wäre hier auf jeden Fall der einzige Play gewesen. Keine Ahnung, ich hatte halt nichts, um was einzusetzen, dachte ich in dem Moment, aber ich hatte natürlich Defog. So, und damit gewinnen wir. Damit sollte das jetzt hier gegessen sein, das Ganze. Er muss eigentlich sich hier auf Draco locken, denke ich mal. Könnte auf Finsauer gehen, aber es sollte passen. Wählen auf HP Ice, er geht auf Draco. Und jetzt ist das so ziemlich gewonnen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal in Entei, würde ich sagen. Drücken einfach Wahlbahn Turbo Tempo. Und gewinnen dann das Ganze mit Gliscor. Wobei, reicht Draco überhaupt aus? Nee, das heißt, wir gewinnen mit Entei. Also damit ein GG. Das ist doch nice. Das ist doch ziemlich nice. So, dann würde ich sagen, suchen wir nach einem weiteren Kampf. So, da bin ich wieder, denn die Suche hat ein wenig gedauert. Und wir sehen jetzt hier ein Stacker-Tacker, aber nicht Trick Room-Team, sondern trotzdem ein eher offensives, ja, interessantes Team. Keine Ahnung, vielleicht ist das doch Trick Room? Nee, das ist also halber Trick Room, überlege ich gerade. Aber es ist halt nur Trick Room auf Stacker-Tacker möglich, deswegen, ich weiß nicht. Egal, wir sehen jetzt hier potenziell ein Stacker-Tacker, also Muramura oder eben Panferno-Lead. Ja, Sheox und Skorgo wären auch Möglichkeiten. Eigentlich wäre so ziemlich alles eine Möglichkeit. Ja, ich denke mal, dass Azumarill ziemlich cool aussieht. Vor allem als Lead-Pokémon tatsächlich, außer gegen Gewaldro. Deswegen überlege ich gerade, ob ich damit leade oder einfach mit Gliscor. Gliscor ist halt gegen vieles gut, aber ich überlege gerade, ob er vielleicht mit seinem Primarina leadet. Deswegen leade ich lieber mit Azumarill, weil wenn er mit Primarina leadet, ist das gar nicht mal so cool. Er leadet mit Infernape, das ist okay. Das sieht man gerne. Und dann werde ich jetzt hier einfach auf Liquidation gehen. Ich weiß nicht, was für ein Set das ist. Das könnte irgendwie, keine Ahnung, Thunder Punch haben, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Wird wahrscheinlich ein Rock-Set sein oder einfach Scarf, also Wahlschall. Und in jedem Fall muss er dann eigentlich auf die Kehrtwende gehen, wenn er Gewahlschall ist. Und das macht mir ja nicht viel Schaden und ich bekomme gegen irgendwas eine Liquidation raus. Er hat natürlich zwei Resistenzen, aber beide sind jetzt nicht unbedingt so gut in der physischen Verteidigung. Und deswegen passt das. Knuddler wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber das kann daneben gehen und falls dann sein Stacker-Attacker sich doch dazu entscheidet, da reinzugehen oder vielleicht Sheox oder so, will ich hier nicht auf Knuddler gehen. Deswegen ist hier Liquidation, denke ich mal, das Beste, was ich machen kann. Und er geht tatsächlich auf die Tarnsteine. Okay, ist also ein Leaf-Set. Das heißt, ich werde jetzt hier auf Wasserdüse gehen. Natürlich hätte er auch rauswechseln können, das predikten können, aber ich möchte auf jeden Fall kein Endeavor fressen, was natürlich auch blöd gewesen wäre. So, Sceptile kommt rein. Ich werde auf jeden Fall einen Leafstorm, denke ich mal, überleben, dadurch, dass ich eine Offensivweste trage, aber ich muss das nicht riskieren, denn ich habe Klefki in der Hinterhand und werde einfach auf Klefki gehen und, denke ich mal, erstmal auf Auflockern gehen. Er geht auf Leafstorm, macht soliden Schaden. Ah ja, ja, das macht auf jeden Fall 4 Schaden. Aber das ist okay. Was für ein Klefki ist das überhaupt? Ich habe gar nicht auf das Investment geschaut. Scheint mir aber nicht speziell defensiv zu sein. Ja, das ist physisch defensiv. Ich denke, dass im aktuellen Meta speziell defensives Klefki besser ist. Also jetzt hier an den lieben Barrio. Finde ich einfach besser. Um einiges besser. Also ich sehe auf jeden Fall auch hier und da sind auch Sachen, die mir nicht so gefallen am Team. Aber an und für sich sind da schon coole Ideen drauf. Und mal schauen. Wir gehen jetzt hier, denke ich mal, in Superior rein. Ja, und drücken einfach Leech Seeds dann. Sollte okay sein. Er geht auf Defog. Okay, dann gibt er uns eine schöne Evasion. Er dachte sich auch so, ja komm, machen wir das Spiel einfacher für den Gegner und geben dem Gegner mal eine Evasion. Okay, geht leider auf Sceptile. Machst du nichts. Ja, das ist blöd. Er muss eigentlich auf Drachenpuls gehen. Ja, ich gehe trotzdem in Klefki. Selbst wenn er hier auf Leafstorm geht. Also wie gesagt, speziell defensives Klavion würde ich spielen und ich würde auf Skorgo, glaube ich, mehr Init spielen. Oder Akrobatik wegpacken, weil Akrobatik bringt dir halt nichts, solange, also gegen Carpet, solange er eben schneller ist. Weil wenn er einen Schwertanz rausbekommt, dann bist du sowieso weg. Deswegen weiß ich nicht. Ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Option dagegen. So, also je nachdem, wie viele Hits er mit Bullet Seed bekommt, aber es kann eben nervig sein. So, Stachler wären eigentlich ganz nice gerade, deswegen gehe ich auch auf die Stachler. Er geht auf Leafstorm, killt nicht. Ich könnte jetzt noch mehr Stachler rausholen oder Toxin einsetzen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf das Toxin. Wobei, nein, ich gehe auf Stachler, er wird rauswechseln. Er geht auf Gliscor. Denn die Sache ist natürlich, dass er jetzt hier nicht so viel Schaden macht und anscheinend kein EQ im Set hat. Deswegen war es das Beste, was ich hier hätte machen können. Jetzt wird er, denke ich mal, auf Auflockern gehen. Das heißt, eigentlich kann ich hier in Asu reingehen. Asu ist hier, denke ich mal, eine gute Option. Ja. Ich forciere jetzt hier natürlich die Stachler, also dass er die wegbekommt. Aber das ist okay. Also, dass er sie jetzt hier wegbekommt, finde ich nicht schlimm. Und ich gehe auf jeden Fall auf Liquidation, ja. Er bleibt tatsächlich drin und deswegen wollte ich nicht predicten mit einem Knuddler oder so, weil genau das passieren kann. Und er könnte er ist wahrscheinlich... Ist er Toxic Protect? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf Liquidation. Ja, oder?
Ja, wir gehen auf Liquidation. Er könnte jetzt hier auch in seinen Sceptile gehen. Dann ist das so. Aber dann haben wir dieses Gliscor ganz gut angechippt, was auch gar nicht so schlecht ist. Und naja, ich will jetzt hier nicht riskieren, dass er irgendwie drin bleibt und auf Roost oder so geht, keine Ahnung. Dann haben wir hier auch keine gute Runde erzielt. Ja, das ist auf jeden Fall nervig, dieses Gliscor. Aber wenn wir das weg haben, ist Voltenso ganz nice gegen das gegnerische Team. Sceptile ist natürlich noch da, aber das ist okay. So, wir können jetzt hier eigentlich wieder in Klavion reingehen. Er wird wieder auf Leafstorm, denke ich mal, gehen. Das tut er auch. Und ich werde jetzt hier auf die Stachler wieder gehen. Er geht in Gliscor rein, das ist total okay. Aber das zwingt ihn eigentlich wieder auf Auflockern zu gehen. Und das bietet mir die Möglichkeit, hier in Manectric zu gehen. Außer er geht jetzt hier auf EQ, aber das tut er nicht. Und dann HP Ice rauszufeuern. Er könnte jetzt hier einfach drinbleiben und auf EQ gehen. Er könnte das überleben. Weil es scheint mir eben ein HP-Set zu sein. Aber dieses Gliscor wegzubekommen, ist gerade meine höhere Priorität. Denn das ist mir gerade viel zu nervig. Gliscor ist generell gerade sehr, sehr nervig. Vor allem gegen das Team finde ich, ich weiß nicht, je nachdem, wie Entei eben, wie viel Entei gegen Gliscor macht. Das ist die Frage. Ich kenne jetzt gerade nicht die Kalks. Aber, ich finde das Team ist solide, vor allem jetzt auch, weil Umungus nicht da ist im Meta, macht es, denke ich mal, auch noch mehr. Weil mit Umungus im Meta, dann ist es problematisch. Dann ist es echt problematisch. Aber so gefällt es mir ganz gut. Dennoch sehe ich hier und da doch ein paar Sachen, die man, wie gesagt, ausbessern könnte. Und ja, wir sind hier auf jeden Fall Primarina, darauf werde ich definitiv Void wechseln. Er könnte ein Wildschweiß-Set sein, aber davon gehe ich jetzt hier nicht aus. Und ich gehe dann in der Zumeril. Wobei das natürlich viel Schaden machen wird, so eine Mondgewalt immer noch, weil es Gewalglas anscheinend ist. Aber das ist okay, denn ja, vielleicht hätte ich Klefki opfern sollen. Klefki-Opfer wäre hier besser gewesen, also Klefki zu opfern, so rum. Dann gehe ich auf jeden Fall auf Knuddler. Das sollte immer noch okay sein. Wir können die Skorko mit HP Ice killen. Je nachdem, das sollte okay sein. Ich hätte Azumarill vielleicht noch aufsparen können. Wäre durchaus noch wichtig gewesen. Aber es ist okay. Ist jetzt nicht super schön, dass wir Azumarill so leichtfertig hier reingeworfen haben, weil eigentlich hätte ich Klavion wegwerfen können. Aber andererseits kann ich vielleicht später nochmal Spikes legen, die ganz cool sind. Er geht tatsächlich auf Energieball und ist doch nicht Gewalglast. Okay, da habe ich Primarina natürlich ein bisschen unterschätzt. Und jetzt werde ich auf jeden Fall in... Ja, wobei, ich kann auch nicht in Voltenso gehen. Weil die Sceptile hat. Das heißt, eigentlich muss ich in Serperoyal gehen. Oder in Entei. Aber ich glaube, ich gehe in Serperoyal und drücke einfach Leafstorm. Aber dann hat er noch genügend Switch-Ins. Er hat Sheerox, was nervig ist. Sheerox ist sehr, sehr nervig. Was tue ich hier? Was tue ich denn hier? Ich glaube, Entei wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob Sacred Fire reicht. Steinkante, ja, kann halt daneben gehen, was nervig ist. Ich glaube, ich gehe doch in Serperoyal und drücke einfach jetzt hier Leafstorm. Und hoffe vor allem, dass es nicht daneben geht, was es nicht tut, was nice ist. Da haben wir auf jeden Fall Primarina weg. Wir sind bei plus 2 und haben noch Spikes draußen, was ganz cool ist. Das heißt, könnte jetzt in Gliscor gehen und irgendwie das wegbekommen, aber wir sind halt bei plus 2, also ist das eigentlich keine Option für ihn. Er geht in Sceptile rein, okay. Wir killen ihn halt nicht. Also wir machen gar keinen Schaden, weil es vierfach resistiert ist. In jedem Fall kann ich eigentlich hier in Klefki gehen. Weil er muss auf Drachenpuls gehen, ja. Und dann werden wir hier wieder die Stachler legen. Das ist halt immer der Play. Er geht hier auf Gliscor, er gibt uns dadurch wieder ein Auflockern und wir werden hier in Voltenso reingehen. Wenn er jetzt hier auf Erdbeben geht, dann ist das zwar nervig, aber es ist okay. Er geht auf das Toxin. Ja, das ist, glaube ich, okay. Wir gehen hier auf jeden Fall auf HP Ice und das killt tatsächlich und damit haben wir jetzt hier sehr gute Chancen, das Match zu gewinnen. Das ist echt gut. Da kommt Sceptile rein. Da werden wir jetzt hier definitiv unser Klavion opfern. Er wird, denke ich mal, auf seinen Leafstorm hier gehen. Das wäre hier kein Problem. Klefki kann abgeworfen werden. Okay, geht sogar auf Gigasauger. Das ist auch okay. Wir könnten jetzt hier eigentlich in Entei gehen, aber das ist vielleicht noch nice gegen Sheerox. Ja, wir könnten auch in Gliscor reingehen und einfach Akrobatik drücken. Außer hat HP Ice im Set. Und Gliscor ist halt immer noch nice. Ja, ich glaube, Entei ist hier... ich weiß es nicht. Ich will Entei eigentlich nicht anschippen lassen. Aber ich glaube, das sollte okay sein, weil Voltenso ist auch in einer guten Range. Also ist das, glaube ich, okay. Doch, doch. Wir können jetzt hier auf Läuterfeuer gehen und hoffen einfach mal, dass wir treffen. Da kommt ein Drachenpuls, bitte geh nicht daneben. Dankeschön. Das wäre jetzt noch sehr, sehr ärgerlich gewesen. Aber wir treffen und damit ist Mega Gewaldro weg und jetzt sieht es ganz gut aus. Also dieses Trick Room, Stack Attacker, falls es das ist, könnte noch irgendwie das Match gewinnen. Will ich jetzt hier nicht abstreiten, wenn wir uns jetzt hier blöd anstellen. Aber ich glaube, das sollte passen, weil wir werden auf jeden Fall auf Sacred Fire gehen. Vielleicht bekommen wir sogar den Burn. Wir bekommen den Burn. Wenn er auf Trick Room geht, dann gewinnen wir jetzt hier dadurch, dass wir den Burn auf jeden Fall auch safe bekommen haben. Und selbst ohne Burn wäre es okay gewesen, weil auf den Trick Room gehe ich definitiv in Gliscor rein.
Und deswegen passt das alles. Wir müssen halt nur den Trick Room ausdauern und das können wir ohne Probleme. Und da sehen wir auch den Z-Move, ja. Ich meine, selbst wenn ich geburnt gewesen wäre, das wäre kein Problem gewesen. Er hätte Skorgo nicht besiegt und wir hätten einfach genügend Trick Rooms Turns gestallt, deswegen passt das. Ich gehe auf jeden Fall hier auf Hoher Ort. Okay, lief sowieso. Das heißt, eigentlich haben wir gewonnen. Ich schaue nochmal, ob er zurückkommt, aber wenn er nicht mehr zurückkommt, ja, dann haben wir das gewonnen. Das ist halt offensichtlich, denke ich mal jetzt, weil er kann mit Xerox nicht gegen meinen Mega Voltenso gewinnen. Mega Voltenso gewinnt halt jetzt hier sowieso. Deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal, ob er wiederkommt und wenn nicht, dann halt nicht. So, wir haben gewonnen. Der Gegner ist nicht wieder zurückgekommen, aber er hätte auch nicht wirklich noch eine Chance gehabt, denke ich mal. Aber ich würde sagen, ja, das Team hat hier und da seine Schwächen. Wir haben jetzt hier nicht die größten Probleme in beiden Kämpfen gehabt oder in drei Kämpfen, ich weiß gerade selber nicht. Aber ich glaube, dass es vor allem auf einer höheren Ladder doch ein paar Probleme haben kann. Jetzt, wo Hootsas aber nicht da ist, finde ich es ziemlich nice und man müsste, glaube ich, nur ein paar Sachen ein bisschen anpassen, um es noch effektiver zu machen. Also wie gesagt, das Skorgo-Set aktuell gefällt mir noch nicht so sehr. Entei weiß ich nicht, ob es so viel in dem Team macht, kann aber immer noch ganz nice sein. Also ich will da jetzt nichts gegen sagen, weil ich habe Entei jetzt hier auch nicht wirklich verwenden können. Und sonst gefällt es mir, wobei Klavion vielleicht mit Toxin und Donnerwelle in der Kombination gefällt mir auch nicht so sehr. Da würde ich vielleicht Knuddler oder Zauberschein drüber spielen, über einer dieser Attacken. Und da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen. Aber sonst auf jeden Fall ein cooles Team, Sepp Royal Set. Ja, vielleicht noch Kraftreserve Feuer oder Kraftreserve Eis vielleicht sogar. Ne, eher Kraftreserve Feuer würde ich spielen für gegen Xerox, damit eben dieses Set nicht komplett davon gewallt wird. Aber ja, das war es auch, denke ich mal, dann zu diesem Video, weil ich glaube, ich habe hier ganz gut meine Meinung zu dem Team sagen können. Und ich würde sagen, wie immer, Bewertungen und Kommentare sehr gern gesehen. Schau auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbei. Und dann, ja, bis dann und ciao.